Und jetzt. Hey Leute, vielen lieben Dank fürs Schauen, fürs Kommentieren, für all die Unterstützung und den Spaß, den ihr uns in den letzten 8 Wochen bereitet habt. Es war wirklich eine riesige Freude für euch und irgendwie auch mit euch zu arbeiten. Ich hätte gerne, dass all die Leute, die noch nicht abonniert haben, wirklich abonnieren. Ich würde sagen, wenn wir bis zum 1. August 240.000 Abonnenten haben, dann geht's weiter mit Social Distancing. Deswegen abonnieren, Glocke aktivieren, aber jetzt erstmal viel Spaß mit der vorerst letzten Folge von Social Distancing. Danke, Süßen. Hey! Ja, was geht ab? Hallo, ich mach mal kurz dein Bunny zu. Das sollst du mir richtig. Entschärfst du jetzt? Ist das so wie eine Bombe entschärfen? Das Blaue. Super. Ja? Mega geil. Warte, ich mach mal aus. Danke, Alex. Voll gerne. Vielen Dank. Während der letzten EM sind wir nach Köln gezogen. Das war ziemlich genau an dem Tag von dem Spiel, wo sich Boateng so ins Tor geschmissen hat. Da hat, glaube ich, Gauland vorher dieses Statement gemacht, irgendwie niemand will Boateng als Nachbarn haben oder so. Und dann hat Boateng auf so eine mega spektakuläre Art geklärt. Das wollte ich mir eigentlich mal ausdrucken, so ganz groß und irgendwo hinhängen. Das war ziemlich beeindruckend. Jedenfalls. Ich muss so viel labern immer bei der Arbeit. Wenn ich einen Auftritt habe, komme ich hin, dann muss ich erstmal mit den Leuten reden. Wo stelle ich das Auto hin? Wo gehe ich auf die Bühne? Dann, wie ist die Lichtstimmung? Wie ist der Ton? Muss der lauter sein? Muss der leiser sein? Dann, was will ich essen? Wann will ich das essen? Dann rede ich 2 Stunden lang auf der Bühne mit dem Publikum und danach rede ich noch mit einzelnen Leuten darüber, wie es ihnen gefallen hat. Bin ich so verballert? Ja, siehst doch ein bisschen verballert aus. Ich kann irgendwie die ganze Woche nicht so gut schlafen, ich weiß auch nicht. Vielleicht bin ich einfach so anxious, weil die Serie erstmal aufhört. Oder weil heute Nachmittag der Pop-Up-Store ist. Ja gut, da bin ich ja eh gespannt, was passiert, was da so abpoppt. Porridge hat auch so ein Revival gefeiert, finde ich, seit wir es ja, Porridge nennen und stimmt. Nicht mehr Haferschleim. Stimmt, also Haferschleim war wirklich kein guter Name. Das kann man im Nachhinein sagen. Ich plane ja im Sommer einen zumindest Kurzfilm zu schreiben, wo du und Jasna Fritzi Bauer in den Hauptrollen spielen. Geil, was spielen wir? Es soll eine Kifferkomödie werden. Mit uns als Gigina, ja, genau. Und Jongina. Genau. Voll geil. Ich will einmal sowas wie eine Liebeserklärung an Marihuana schreiben. Ich dachte an Jasna, Fritzi Bauer und mich. Ja, das auch. Guck mal, ich hab schon die ganzen Gewürze rausgestellt für das Curry, das ich nachher noch vorbereiten will. Ach, geil. Ja, und Lutz kommt zum Essen wieder, oder? Ja, ich habe ihn eingeladen. Er sitzt dann mit dem nötigen Distanz, dem Abstand. Aber das mag ich auch nicht, wenn die Leute so sagen, wir bedienen sie mit Abstand am besten. Das habe ich noch nie gehört. Nee, das ist doch so das neue Mann kennt es. Und das zweite N von Mann ist in Klammern oder so. Freust du dich auf die neue Frisur? Ja, ich finde es vor allem krass, dass diese Serie Social Distancing jetzt schon so lange geht, dass ich in der Zeit 2-mal zum Friseur musste. Das da, wo wir gerade vorbeifahren dran, ist übrigens die Fairporten Eierlikörfabrik von dem Eierlikör, den meine Mutter so liebt. Da können wir eigentlich mal hingehen. Mhm. Oh, da ist ein Eierlikör. Gerade noch so ein bisschen drauf gezoomt. Voll geil. Hallo. Hello. Hello. Ja, Verena, die Leute lieben dich auf dem Kanal. Ja, ich habe jetzt ganz viele Kunden, die das auch gesehen haben. Ne? Echt? Ja. Das sind die Stripsies, von denen ich sprach.
Das sind jetzt wie so Friseurwitze für dich. Und wieso bist du noch mal von der Maskenpflicht befreit? Weil ich habe chronisches Asthma und eine chronische Sinusitis. Und hast du da irgendein Formular ausgefüllt oder irgendwas? Ja, an der Tür hängt ein Attest. Ah, okay, krass. Das ist so schlimm hier, da ist eine Doppeltkrankheit, da ist eine Covid-38. Also das ist echt eine krasse Gegend. Ja, jetzt bin ich mal gespannt. Wir gehen jetzt in unser Büro, fahren jetzt da gleich rein. Und Stück für Stück holen wir uns die Normalität zurück, Thomas. Ja, aber, wie aber wirklich in ganz kleinen Stücken. Ja, aber ich wollte gerade sagen, wie abnormal ist denn unsere Normalität? Das ist mir irgendwie schon lange nicht mehr aufgefallen. Wir haben extra eine GEMA-freie Playlist spielen lassen, damit wir das auch auf YouTube zeigen dürfen. Und ich muss sagen, wer auch immer das gespielt und komponiert hat, ist gar nicht so schlecht. Würde eigentlich auch für die GEMA reichen. Meld dich doch mal an. Das finde ich auch das Spannende an dieser sozialen Distanz, dass es immer so eine Choreo ist mit den Leuten. Das ist ja. Genau, dann gehst du als nächstes dann. Nicht nur T-Shirts, es gibt hier auch Tango. Es gibt hier auch Tango, ja. Das ist der einzige Kleiderladen, wo es Tango gibt. Kann ich jetzt schon wieder gehen, oder? Nee, du, also wie du willst. Du kannst auch hier noch ein bisschen chillen. Keine Ahnung, ja, das ist ja schön. Also mit Bagger. Der Bagger oder Gabelstapler ist das, ja. Das ist für Kinder zum Spielen und für Thomas. Thomas sagt immer, eine gute Arbeit ist eine, die man nicht sieht. Und das passt auch zu ihm, weil ich sehe irgendwie nie, wie er arbeitet. Ich glaube, das ist wirklich ein Riesenvorteil, so marketing-wise bei Matcha, dass es grün ist. Ja. Ja, weil es einfach dann so gesund wirkt. Nee, weil man dann halt, es sieht einfach freaky aus, wie so blaues Ketchup oder so, wenn man dann so grünen Kuchen hat oder. Ja, man weiß auch immer, wenn es grün ist und cremig, es muss Matcha sein. Ja, ja, stimmt. Und es schmeckt auch einfach irgendwie grün. Also, ja, also es schmeckt halt nach Erde, finde ich. Findest du nicht, dass man die Farbe grün schmeckt? Nein, finde ich nicht. Nee. Ich finde zum Beispiel, also grün hat zum Beispiel nichts Cremiges, es hat immer so was Frisches. Wie so ein Stachel. Ja, ist eine gute Frage, ob es was Grünes, Cremiges gibt. Avocado. Ja, stimmt. Aber da sind wir wieder bei der Ausnahme. Und die bestätigt ja bekanntlich die Regel. Das ist genau. So ein Bullshit. Das stimmt doch überhaupt nicht. Die Ausnahme bestätigt die Regel. Nein, die Regel bestätigt sich selbst. Die Ausnahme ist die Ausnahme. Ja, das stimmt. Das ist so strange. Das ist ja. So wie Scherben bringen Glück. Das hat einfach irgendjemand mal gesagt, als ihm halt ein Malheur passiert ist. Irgend so ein Jockel. Ja, wahrscheinlich echt so der Assistent von einem König. Dann ist ihm halt so das teure Geschirr runtergefallen. Und der König so, was? Das ist das teure Geschirr seit 500 Jahren. Ist das in unserer Familie? Aber hört ihr nicht die Gerüchte? Scherben bringen Glück. Ach so, ja, wenn das so ist, dann schmeißt alles an den Boden. Ja, also Ausnahmen bestätigen, die Regel müsste eigentlich heißen, es gibt manchmal auch Ausnahmen. Ja, Ausnahmen bestätigen, die Regel ist einfach so, shit happens. Manchmal auch in Gedanken. Ja, also deiner Meinung nach müsste es nicht heißen, Ausnahmen bestätigen die Regeln, sondern Dinge passieren. Ausnahmen existieren. Hin und wieder wird es weird. Wissenschaft. Hin und wieder wird es weird. Durch unseren Kanal haben wir mittlerweile, man kann es nicht anders sagen, ein unendliches Spektrum an Möglichkeiten. Also allein die Leute, die uns folgen und in Köln wohnen, sind schon super, super, super viel. Ich habe zum Beispiel letztens ein spezielles Verbindungsstück von Kamera zu Laptop gesucht, um vielleicht irgendwann mal Livestreams machen zu können. Und dieses Verbindungsstück ist zurzeit total begehrt, weil viele Leute Livestreams machen und war entweder doppelt so teuer wie sonst, also es hat irgendwie 200 oder 300 Euro gekostet statt 120 Euro, oder man hätte es erst im Juli geliefert bekommen. Und ich habe dann halt im Kanal so geschrieben, in der Community, ja, ich suche dieses Stück und war schon so am Boden zerstört. Oh fuck, ich krieg das nicht und wir können keine Livestreams machen. Und einen Tag später hatte ich nicht nur zwei, sondern die wurden auch noch geschenkt. Also am ersten Tag dachte ich, oh Mann, ich krieg dieses Teil nie und wenn, dann ist es super teuer. Und keine 24 Stunden später hatte ich zwei davon. Das ist
die Macht dieser Community. Das ist richtig krass. Ja, ich habe auch, also es hat niemand, gut, ich habe auch niemanden getroffen, aber es hat niemand gesagt, boah, wie siehst du denn aus oder so. Wie viele Haare hast du schon geschnitten, würdest du sagen? Oh. Also wie viele Köpfe? Oh. Keiner. Thomas, das sieht richtig gut aus. Oder soll ich sagen, Verena, das sieht richtig gut aus. Würdest du sagen, man sollte jetzt das Make-up, was man vorher unten hatte, also sollte man jetzt einfach doppelt so viel oben schminken? Absolut, ja. Fall. Okay. Also Lippen richtig blass und dünn, aber Augen... Genau, also man braucht nur bis hier dann. Ja, das ist eigentlich praktisch. Ja, können wir euch was fragen? Ja. Wegen der Blume. Also kümmert ihr euch um die Blume? Um die Pflanze? Weil ja. Ja, also Thomas kümmert sich. Willst du ihnen kurz mal sagen, wie das geht? Dann nehme ich so wie so ein Schnapsglas. Einmal im Monat, würde ich sagen, ungefähr. Okay. Darf ich dich? Ich meine, du wirst immer gefragt, aber wie groß bist du? 2,12 Meter. 2,12 Meter? Schaust du die Michael Jordan-Doku? Nein. Nein? Okay. Ich bin leider nicht so ein richtiger Basketball-Fan. Das ist wahrscheinlich... Aber vielleicht euer größter Fan. Echt? Nicht. Vielleicht schon. Schmiri, desinfizier dir mal die Pränkchen. Hier ist die, der Showroom, Entschuldigung. Ein bisschen wie ein Startup, was denn danach zum Close-Up wird, ne? Ein Start-Down. Also, genau, Close-Down. Müssen wir die Maske wirklich an, ne? Ja. Okay. Das ist kein Gag. Corona ist echt, Schmiri. Sag mal, wie ist jetzt eigentlich der Stand mit Europa, was geht? Also wenn wir wieder reisen dürfen, dann nehmen wir das wieder in Angriff. Also es ist noch nicht auf Eis gelegt. Das freut mich. Ja, was wünschst du dir denn noch für Locations? Oh, gute Frage. Ich weiß nicht, also ich wollte zum Beispiel auch immer mal nach Israel reisen und da war natürlich das Tel Aviv-Video dann sehr interessant. Es kam natürlich gerade so zu einem Zeitpunkt, wo man danach ja, nicht mehr... Ja, genau, also ich bin da offen. Okay. Man kann ja über Köln sagen, was man will, aber was wirklich krass ist, ist, wie schnell man von hier aus in anderen europäischen Ländern ist. Also man kann halt von Köln mit dem Zug nach London fahren in 5 Stunden. Von dem Platz, wo ich jetzt sitze, bis zum Big Ben in 5 Stunden. Man ist in 3 Stunden mit dem Zug in Paris, in 3 Stunden in Amsterdam, in 2 Stunden in Brüssel. Das können die Berliner nicht. Die Berliner sind in 4 Stunden in Köln. Aber was will man da? Also der Friseur war geil, weil der hat mir den Kopf massiert und das war richtig erregend für mich. Es war wie Sex, also eigentlich krasser als Sex. Hat er mit seinem Penis deinen Kopf massiert oder was? Seinen irrigierten Penis, ja. Das habe ich nicht erwähnt, ja. So drauf getrommelt. Man nennt es auch Schaumfestiger. Ja. Möchtest du auch einen Naan? Ja, sehr gerne. Das ist Thomas' Lieblingsessen übrigens. Echt? Chicken Ruby, ja. Aus dem Londoner indischen Restaurant Die Shum. Wow. Ich mochte ja den Händewasch-Song. Echt? Song. Händewasch. Händewasch-Song. Habe ich öfter gehört. Echt? Auch beim Händewaschen oder nur privat? Nur so. Darf ich dir mal das Naan geben, um es auf den Tisch zu platzieren? Ist doch so geil, ist so geil fettig wie beim Inder. Was ist da, warum ist das so fettig? Wie machen Weil die das? Weil ich es mit Butter eingerieben habe. Eine sehr leichte Methode, um Dinge fettig zu kriegen. Raffiniert! Wie wäre es denn mit Indien, was geht? Ich würde mitkommen. Ja, lass uns das machen. Oder? Lass uns das machen. 2021, ich das total, ja. Mega geil. Super Idee. Wenn wir jemals wieder reisen dürfen, ich fände es super. Boah, das ist echt, echt sehr, sehr, sehr gut. Dankeschön. Was würdest du sagen? 10. Es ist wirklich so, man entdeckt immer wieder bei jedem Bissen ein neues Gewürz. Ja, es hat wie ein Buffet einmal püriert. Ja. Das klingt wie das schrecklichste Essen aller Zeiten. Ja, und damit zurück. Zurück nach draußen. Okay. Falls sich irgendjemand da draußen Sorgen macht, dass Hazel und Thomas die Ideen ausgehen, ich kann euch beruhigen. Die haben die nächsten 5 Jahre schon durchgeplant. Ich würde fast sagen, Hazel und Thomas haben noch nicht mal angefangen. Mic drop. Genau. Du
fühlt sich an wie Juni, Jacke ist von Gucci, ride mit der Uzi quer durch die Stadt. Ich kauf mir ein Alumi, so, so rot wie Rubies, mein Baby, sie ruft mich an und sie lacht. Fühlt sich an wie Juni, Jacke ist von Gucci, ride mit der Uzi quer durch die Stadt. Ich kauf mir ein Alumi, so, so rot wie Rubies, mein Baby, sie ruft mich an. Fährst vor dem Pferd und fährst dich noch weiter. Fühlt sich an wie Juni, Jacke ist von Gucci.